Okay, herzlich willkommen beim heutigen Webmaster Central Sprechstunden Hangout. Mein Name ist Johannes Müller. Ich bin Webmaster Trends Analyst hier bei Google in der Schweiz. Und Teil von dem, was wir machen, sind solche Webmaster Sprechstunden Hangouts, wo jeder einfach kommen kann und seine Webmaster-Fragen bringen kann. Und wir versuchen da Antworten irgendwie zu finden. Einige Sachen schon eingereicht worden auf YouTube direkt als Kommentare, aber wenn ihr wollt, könnt ihr gerne schon mal loslegen mit den ersten Fragen. Ja, ich hätte gerne schon mal Ahreflang angesprochen einmal. Also es geht um diese Kanonisierung, die Google vornimmt, diese automatische Kanonisierung. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Österreich, Schweiz und Deutsch Setup habe, also Online-Shops habe und Google alle Österreich und Schweiz nach Deutschland kanonisiert, dann ist es so, dass wenn ich in der Google-Suche in der Schweiz Land Schweiz wähle, dass dann die deutsche Seite nicht erscheint. Also die Kanonisierung hebt ja praktisch dieses Geotargeting, glaube ich, auf. Sollte eigentlich nicht. Also siehst du, dass das passiert bei dir, oder? Ja, ich sehe das schon eigentlich die ganze Zeit, weil du hast ja auch mal gesagt, dass nach Geotargeting ihr eigentlich die Seiten bevorzugt, die dann im gleichen Land sind. Also wenn jetzt auf Google CH gesucht wird, kommen ja die CH-Domains. Aber wie gesagt, wenn die Kanonisierung vorgenommen wird, dann erscheinen die Seiten nicht. Okay. Ich kann dir gerne Beispiele schicken. Ja, das wäre gut. Dann kann ich das mal mit dem Team anschauen hier. So wie ich das vom Team verstanden habe, sollte das eigentlich so sein, dass wir den Canonical nehmen, aber dass dann trotzdem eigentlich die länderspezifische Version dargestellt wird und auch vom Geotargeting her, dass sich da nichts groß ändert. Aber also es klappt nur, wenn du das Land nicht auswählst in der Suche oben. Dann funktioniert es. Okay. Also unter Tools kann man ja das Land auswählen. Ja. Und wenn du dann explizit sagst, nur in der Schweiz suchen, dann kommen die Seiten nicht. Okay. Aber ich denke gar nicht. Oder wie siehst du das? Kommt dann die DE-Variante, also die Variante für Deutschland irgendwo, oder erscheint dann gar nichts? Nee, es erscheint gar nichts. Die Seite kommt gar nicht. Also das wird ausgehebelt. Das Geotargeting wird komplett ausgehebelt dann. Aber schau es dir mal an, ich schicke dir dann mal ein Beispiel. Am besten. Okay, schauen wir das mal an. Cool. Ich glaube, da waren auch andere Fragen mit Ahreflang eingereicht, aber gibt es sonst noch irgendwas, was wir vielleicht vorher noch anschauen sollen? Okay, dann fangen wir sonst mal an. Und wenn ihr zwischendurch Kommentare oder Fragen habt zu den eingereichten Fragen, einfach loslegen. Und am Ende haben wir sicher noch ein bisschen Zeit, um allgemeine Sachen anzuschauen. Um die ganzen irrelevanten Filter-URL vom Crawling effektiv auszuschließen, denn mit dem Parameter-Handling in Search Console haben wir keine hundertprozentige Sicherheit erlangen können, würden wir gerne das PRG-Pattern einsetzen. Das Implementieren der PRG-Pattern in unseren Shops ist leider mit erheblichen IT-Aufwand durch die große Infrastruktur verbunden. Daher meine Frage, wie lange wird es dauern, bis der Crawler das Form Submit kann, um dann nach dem Redirect erst die Location per GET zu erhalten, die mit dem Pattern maskiert wird? Gute Frage. Also ich vermute, dass man da sehr großen Aufwand einbringen kann und eigentlich nicht so wahnsinnig viel erreichen kann mit diesem PRG-Pattern. Also mit PRG ist gemeint, dass da statt einen normalen Link, den man quasi aufrufen kann, dass da wie ein Post-Request gemacht wird. Das heißt, es ist wie ein Einreichen von einem Formular, statt dass man einen Link folgt. Und normalerweise würde das, sag ich mal, die Suchmaschinen blockieren, dass sie da durchcrawlen können. Auf Google-Seite
gibt es schon einige Fälle, wo wir die auch Post-Requests machen, um weitere Inhalte von einer Website zu holen. Von dem her ist es eigentlich auch nicht eine hundertprozentige Sicherheit. Aber ich denke, in den meisten Fällen ist es auch nicht so, dass man wirklich ein hundertprozentiges Blockieren von diesen URL haben muss. Das heißt, wir erkennen eigentlich auch, selbst wenn man nichts Spezielles macht, erkennen wir solche Patterns und versuchen diesen Patterns entsprechend auch weniger Gewicht zu geben im Laufe der Zeit, sodass vom Crawling her das nicht besonders viel Einfluss hat auf das Gesamtcrawling von einer Website. Was man auch machen kann, ist einerseits den Parameter-Handling-Tool. Wie gesagt, das ist nicht ein hundertprozentiges Blockieren, sondern das ist so, dass wir das als Signal nehmen und dass wir eigentlich zum größten Teil wirklich dieses Crawling dann auch sein lassen von diesen Parametern. Das geht so weit, dass wir manchmal auch die Indexing-Teams haben, die uns kontaktieren und sagen, wir sollen dieser Website sagen, dass sie mit diesem Tool das normale Crawling auch blockiert hat. Es ist nicht so, dass es hundertprozentig das blockiert. Unsere Systeme können dann manchmal trotzdem noch diese Parameter aufrufen, aber es ist schon sehr stark reduziert. Das heißt, wahrscheinlich so würde das eigentlich reichen in den meisten Fällen. Die andere Variante ist, dass man zum Beispiel mit NoFollow arbeitet, dass man einfach sagt, diese bestimmten Parameter sind per NoFollow quasi so, dass sie keine Signale weitergeben. Das funktioniert eigentlich auch relativ gut. Was man im schlimmsten Fall auch machen kann, wenn wirklich das Crawling selber ein Problem ist, ist mit RobotsText arbeiten. Das kann man auch kombinieren mit den anderen Varianten. Mit RobotsText ist es an und für sich für uns ganz klar, dass wir diese URLs gar nie crawlen sollen. Und wenn wir aufgrund von den anderen Signalen sehen, dass es auch, sich auch nicht groß lohnt, diese URLs zu crawlen, zum Beispiel mit dem Parameter-Handling-Tool oder mit NoFollow, dann ist es eigentlich so, dass es das ziemlich eigentlich, ja, es ist eigentlich gut genug. Von dem her würde ich da eher raten, die normalen Sachen zu verwenden, statt mit diesem Post-Request-Get-System quasi zu arbeiten. Einfach, weil es gibt ja einfache Wege, das Ganze zu machen. Wenn man das kompliziert macht, braucht es einerseits viel Zeit, bis man das sauber implementiert hat. Andererseits, um das sauber auch zu verwalten und sauber auch zu kontrollieren im Laufe der Zeit, ist es natürlich viel komplizierter. Von dem her würde ich da mit Parameter-Handling, NoFollow und im schlimmsten Fall per Robots.txt arbeiten und mit dem kann man das eigentlich recht gut abdecken. Also auf jeden Fall nicht so, dass wir erwarten, dass E-Commerce-Sites irgendwelche komplizierten Sachen da einrichten, sondern wir müssen mit dem Web zurechtkommen, wie es da vorhanden ist. Und auf den meisten Websites geht das eigentlich recht gut. Kannst du etwas zum Update vom 7. November sagen? Bei zwei Websites habe ich von einem Tag auf den anderen über 40% der Sichtbarkeit verloren. Es handelt sich um seit Jahren wirklich gut gepflegte Seiten mit gutem Content. Ich habe den Eindruck, es könnte eine EAT-Verschärfung sein, der die Content als solcher völlig egal ist und das Ranking radikal verschlechtert. Ist schwierig zu sagen, was du da genau siehst. Ich kenne jetzt die Websites nicht und im Grunde genommen, soweit ich weiß, sind das eigentlich normale, sag ich mal, Core-Ranking-Updates, die wir da gemacht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob der 7. November so ein Core-Update war, aber das sind eigentlich alles so normale Ranking-Updates, die wir machen, die versuchen, einfach eher relevantere Inhalte zu erkennen und die dann ein bisschen sichtbarer in den Suchergebnissen zu zeigen. Das heißt, für manche Websites wird das dann mehr sichtbar sein, für andere wird das vielleicht weniger sichtbar sein. Es hängt ein bisschen von den Arten von Websites ab. Auf jeden Fall bezüglich EAT ist es so, dass wir da nicht irgendwie eine EAT-Bewertung als solches haben und dass die Algorithmen das wirklich eins zu eins anschauen. Aber das sind natürlich verschiedene Sachen, die zusammenkommen und uns ein bisschen Signale geben können, welche Websites in welchem Moment relevant sind, welchen Websites wir wie entsprechend auch vertrauen können. Und je nach Art von Website macht es vielleicht mehr Sinn, dass man auf solche Sachen wie
Autorität oder Trustworthiness ein bisschen mehr setzt und wirklich auch den Benutzern zeigt, was steckt dahinter, was steckt hinter diesen Informationen, die wir auf dieser Website haben. Ich denke, das ist nicht etwas, was jede Website machen muss, aber wenn es gerade sich um irgendein Gebiet handelt, wo Benutzer vielleicht ein bisschen kritischer geworden sind im Laufe der Zeit, dann würde ich da auf jeden Fall in die Richtung hin auch weiterarbeiten. Und es klingt ein bisschen so, dass du das schon ein bisschen bei dir siehst, dass man da vielleicht etwas verbessern kann. Und wenn du das schon ein bisschen so erahnst, dann würde ich in die Richtung auch vielleicht ein bisschen mehr Arbeit einsetzen und ein bisschen schauen, dass man das ein bisschen verbessern kann. Es ist, wie gesagt, nicht so, dass wir die gleichen Kriterien bei allen Websites verwenden. Bei vielen Websites müssen wir da nicht wahnsinnig viel mehr Informationen haben, aber manchmal macht es schon Sinn, dass man da ein bisschen Hintergrundinformationen dazu bringt. Dann zu mehrsprachigen Websites noch ein bisschen. Lohnt es sich, ch.de und de.de einzusetzen, wenn die Inhalte nicht speziell unterschiedlich in den Ländern sind? Also für die Schweiz und für Deutschland unterschiedliche Versionen. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn man weniger Varianten machen kann, dann würde ich das bevorzugen. Das heißt, gerade wenn sich die Inhalte nicht unterscheiden, wenn man nicht irgendwie die Benutzer irgendwie besonders ansprechen will in den einzelnen Ländern, dann würde ich eher schauen, dass man eine deutsche Version hat und die möglichst weiter verwendet. Mit einer Version der Website ist alles immer ein bisschen einfacher. Das Ganze mit dem Linking ist ein bisschen einfacher, dass man da wirklich weiß, welche Seiten man wie untereinander verlinken will. Vom Crawling her ist es ein bisschen einfacher. Man muss nicht mit dem Hreflang kämpfen, man muss nicht mit Canonicals groß arbeiten, sondern wir sehen dann einfach eine große, starke deutsche Version und die können wir dann auch global entsprechend darstellen. Das heißt, wenn es sich für euch nicht lohnt, wirklich unterschiedliche Versionen zu machen, dann würde ich, wenn möglich, wirklich einfach eine einzelne Version machen pro Sprache, statt unterschiedliche pro Land. Ich hätte dazu noch eine Frage. Mhm. Ich habe eine generische Domain, eine .com-Domain, und ich habe die ausgerichtet auf Frankreich. In Bezug auf meine erste Frage, funktioniert es halt auch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel in Belgien suche, also Google Belgien, und jetzt Tools und das Land Belgien einstelle, dann kommt meine Domain auch nicht. Ist das denn bei den generischen Domains so, wenn ich jetzt das Geotargeting rausnehmen würde, würde die dann überall erscheinen? Für die französische Sprache? So. Ja, ich wäre da vielleicht ein bisschen vorsichtig mit dieser Einstellung in den Tools, weil soweit ich weiß, ist es wirklich darauf ausgerichtet, dass es schaut, ob die Website speziell von dem Land ist oder für das Land ist und nicht unbedingt ein Vergleich, wie das vom Geotargeting her aussehen würde. Ich müsste das ein bisschen genauer ausprobieren, aber meines Wissens ist das nicht das Gleiche, wie wenn jemand in Belgien suchen würde, wenn du diesen Filter auf Belgien stellst, weil da versucht es, glaube ich, wirklich nur die Resultate von dem Land zu bringen. Ja, es wäre interessant, wer das denn überhaupt nutzt. Wenn das keiner nutzt, dann ist es ja eigentlich egal. Halt, ne? Ja, also. Meines Wissens, wie man das eher kontrollieren kann, wo der Benutzer ist, ist mit dem GL-Parameter in der URL. Das heißt, es gibt ja HL und GL als Parameter in der Suche. Und HL ist für den Language, also für den Sprachcode. Und GL ist für den Geocode, also für das Land. Und da kann man zum Beispiel einfach die Suche machen und dann mit dem Unzeichen zum Beispiel GL gleich CH und dann sieht man, wie das in der Schweiz etwa aussehen würde. Okay, probiere ich aus. Sollte man bei mehrsprachigen Webseiten die Bilder mehrfach hochladen und die Dateinamentitel in der jeweiligen Sprache bereitstellen? Muss man eigentlich nicht machen. Das heißt, man kann das gleiche Bild nehmen, wir können verschiedene Landingpages zu einem Bild zuordnen und dementsprechend können wir dann auch verschiedene Seiten quasi als Landingpage bringen für ein einzelnes Bild.
Wenn die Bilder eh die gleichen sind, dann würden wir dann auch so ähnlich wie bei Webseiten ein Canonical für dieses Bild versuchen herauszufinden und das entsprechend zu verwenden. Von dem her ist es eigentlich ziemlich das Gleiche. Natürlich, Dateinamen ist dann halt in einer Sprache. Ja, ich denke, das macht in den meisten Fällen wahrscheinlich macht das relativ wenig aus, aber ja, weiß jetzt nicht genau. Müsste man vielleicht mal ausprobieren, aber meines Wissens sollte das eigentlich problemlos so gehen. Und die Konzentration auf eine Datei, bringt das denn ein bisschen mehr Vorteile? Bei den Bildern? Ja. Weiß ich nicht. Also bei den Bildern wird das sowieso so sein, dass wir da ein Canonical für dieses Bild versuchen herauszufinden. Manchmal sieht man das auch für die verschiedenen Größen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bild, sag ich mal, in kleinerer Auflösung für Mobilgeräte habe, in größerer Auflösung für Desktop-Geräte, klappen wir die auch zusammen, weil wir erkennen können, dass das gleiche Bild ist. Und dann sollte das eigentlich automatisch so klappen. Also wäre es eigentlich ähnlich, wie wenn man das gleiche Bild mit verschiedenen Dateinamen aufladen würde. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass man da einen großen Extrawert in der Bildersuche hat, wenn man ein Bild nimmt, statt mehrere Bilder mit dem gleichen Bild, mit dem gleichen Inhalt. Okay. Darf ich dazu noch eine Frage stellen? Ja. Wie ist das dann mit Alttexten? Weil die sind ja dann effektiv das, was wirklich nützt, vor allem für die Bildersuche. Wenn ich also nur ein Bild hochlade, habe ich eigentlich nur einen Alttext in einer Sprache. Der Alttext ist ja für die oder auf der Landingpage von dem Bild. Und wenn man verschiedene Landingpages hat, dann kann man ja auch einen anderen Alttext pro Landingpage nehmen. Aber das ist dann ein technisches Problem, oder? Weil je nachdem müsstest du das Bild zweimal hochladen, je nach CMS. Ja, gut. Ich denke, das macht eigentlich nicht so wahnsinnig viel aus. Also wenn man zum Beispiel eine Bilddatei auf verschiedenen Seiten implementiert hat, also auf verschiedenen HTML-Seiten in verschiedenen Sprachen, dann kann man ja auch unterschiedlichen Alttext pro Seite an und für sich verwenden. Es kann sein, dass vielleicht einzelne CMS nur einen Alttext für eine Bilderdatei haben, aber grundsätzlich könnte man das ja machen, dass man da pro HTML-Seite unterschiedlichen Alttext hat. Okay, danke. Gute Fragen mit den verschiedenen Sprachen bei Bildern. Ich glaube, da haben wir gar keine große Dokumentation dazu. Müsste man vielleicht mal zusammenstellen. In unserem Online-Shop werden nicht mehr vorhandene Produkte per 301 Redirect auf eine Sammelseite weitergeleitet, welche einen 200er Statuscode ausgibt. Dies wurde in der Vergangenheit so angefordert, dass die Linkkraft im Shop bestehen bleibt. Und dann hat es den Rest der Frage abgeschnitten. Mal kurz schauen, ob ich das nachladen kann. Diese Seiten werden in der Search Console nun als Soft 404 ausgegeben. Wie wäre hier die korrekte Vorgehensweise? Grundsätzlich würden wir das als Soft 404 ansehen, weil die bisherigen Produkte sind ja jetzt nicht mehr vorhanden. Und dann ist es eigentlich wie ein 404. Also die Seite gibt es jetzt nicht mehr. Wenn man nach diesem Produkt sucht, findet man die nicht mehr bei euch im Shop. Ein Redirect wäre dann das Richtige, wenn man ein Ersatzprodukt hat. Das heißt, wenn ein Produkt jetzt nicht mehr auf Lager ist und man ein Ersatzprodukt hat, was eigentlich das mehr oder weniger dem entspricht, dann kann man da ein Redirect machen und von der einen Version zur anderen weiterleiten. Ein Redirect auf zum Beispiel eine Kategorienseite oder auf eine andere Sammelseite würden wir in den meisten Fällen als Soft 404 anschauen. Ich würde das so angehen, dass ihr euch eher überlegt, wie wollt ihr den Benutzern das präsentieren, weil
Die andere Variante wäre ja zum Beispiel einfach direkt eine 404-Seite zurückzugeben. Und aus unserer Sicht ist da eigentlich kein großer Unterschied zwischen einem Soft 404 und einer normalen 404. Und da würde ich mir dann eher überlegen, wie wollt ihr das Benutzern präsentieren? Wenn das für euch okay ist, dass der Benutzer einfach auf eine Sammelseite weitergeleitet wird, könnt ihr das gerne so machen. Dann ist eigentlich diese Sammelseite wie eure 404-Fehlerseite. Wenn ihr das zum Beispiel auf Kategorienebene machen könnt, ist das aus unserer Sicht eigentlich okay. Für Benutzer ist es vielleicht ein bisschen verwirrend. Manchmal würde es eher Sinn machen, dass man wirklich eine klare Seite hat, wo man sagen kann, dieses Produkt gibt es nicht mehr, aber wir haben jetzt ähnliche oder andere Produkte in der gleichen Kategorie haben wir jetzt hier vorhanden, wenn das klar quasi dargestellt wird für den Benutzer. Im Grunde genommen sind das eigentlich da die zwei Varianten. Bezüglich dem, dass die Linkkraft im Shop bleibt, ist es natürlich aus unserer Sicht so, dass wenn diese Seiten nicht mehr existieren, dann existieren die nicht mehr auf dieser Website. Und dann würden wir das als Soft 404 oder 404 halt entsprechend anschauen. Und dann würden auch die Links auf diese einzelnen Produkten würden an und für sich quasi aus unserer Sicht nicht mehr existieren, weil die ja auf eine Fehlerseite, sagen wir, zeigen. In den meisten Fällen ist das aber nicht wahnsinnig problematisch, weil normalerweise hat man eigentlich eher die meisten Links zum Beispiel auf die Startseite vom Shop oder auf Kategorien statt auf einzelne Produkten. Wenn man wirklich sieht, dass einzelne Produkten sehr stark Links angezogen haben und man möchte das irgendwie beibehalten, dann würde ich mir überlegen, ob man, sag ich mal, irgendeine Platzhalterseite für diese Produkte auch erstellen kann und beibehalten kann. Dass man zum Beispiel sagen kann, dieses Produkt haben wir im Moment nicht auf Lager, aber hier sind die ganzen Informationen dazu oder hier sind die Bedienungsanleitungen oder die technischen Angaben, dass man irgendwas Informatives dann einfach hat als Ersatz für diese Produktseite, sodass wir diese Informationen trotzdem noch in der Suche zeigen können, wenn jemand danach sucht. Und dann können wir auch die Links, die auf diese Seiten gezeigt haben, können wir dann eigentlich auch weiterverwenden und sagen, man kann das zwar jetzt nicht mehr da kaufen, aber man kann da trotzdem noch mehr Informationen dazu kriegen. Und wichtig ist, wenn man das so macht, dass man wirklich auch schaut, dass ein Großteil dieser Seite wirklich auch eigene Informationen zu diesem Produkt ist. Nicht, dass es einfach eine Seite ist, wo quasi dieses Produkt gibt es nicht mehr und tschüss quasi. Weil dann würden wir diese Seiten auch relativ schnell als Soft 404 anschauen, weil da nichts dabei ist, was wir eigentlich wirklich groß indexieren können. Dann noch einige Fragen zum Thema Hreflang. Sollen Hreflangs nur auf Canonical URLs existieren oder auf allen Seiten? Aus unserer Sicht könnt ihr Hreflangs auf alle Seiten verwenden. Wir verwenden Hreflang auch als ein Kanonikalisationssignal. Das heißt, wenn wir irgendeine Seite finden auf eurer Website und wir sehen, dass da verschiedene Hreflang-Links vorhanden sind, dann würden wir diesen Links entsprechend auch folgen und versuchen, die Hreflang-Varianten zu crawlen und zu indexieren. Und so würden wir dann eher auch die Canonical-Version von diesen Sprachvarianten finden. Von dem her würde ich die auf jeden Fall auch auf die Nicht-Canonical-Varianten auch zeigen. Normalerweise ist das mit den meisten CMS ist das ja eigentlich so auch automatisch. Wenn ich eine URL mit einem Parameter aufrufe, dann kommen die Inhalte dieser Seite ohne Parameter auch dazu. Und wenn da ein hreflang vorhanden ist, dann hilft uns das auch schon ein bisschen eher in Richtung von dem Canonical, den ihr haben wollt, auch in die Richtung zu gehen. Sollen Hreflangs nur zu Canonical URLs führen? Ja, idealerweise schon. Ich denke, schwierig ist es hier in den Situationen, wo wir ein Canonical über verschiedene Länderversionen aus unserer Sicht auswählen. Aber selbst da ist es hilfreich, wenn wir die Hreflang als Signale haben. Wenn wir wissen, dass da
zum Beispiel eine deutsche Variante für die Schweiz und für Österreich und für Deutschland vorhanden ist. Und auch wenn wir eine Variante als Canonical auf unserer Seite auswählen, können wir mit dem hreflang dann die richtige Variante in den Suchergebnissen zeigen. Das heißt, was da praktisch passiert, ist, wir indexieren eines dieser Varianten, die Canonical-Version, und wir wissen, dass die hreflang-Links funktionieren. Und wenn jemand dann zum Beispiel in der Schweiz sucht, dann können wir die URL austauschen gegen die Schweizer Variante. So sollte das zumindest theoretisch funktionieren. Manchmal klappt das nicht so perfekt, und da bin ich immer froh, wenn ich Feedback habe von euch und das dann auch dem Team weitergeben kann. Eine Frage noch dazu. Sollte man denn auch selber kanonisieren? Also einfach sagen, okay, man hat drei Versionen und wir packen einfach alles auf die deutsche, die Canonical, also die Kanonisierung. Also ich kann mir vorstellen, es gibt ja auch Suchmaschinen, die hreflang nicht unterstützen. Da wird es ja wahrscheinlich dann Probleme geben. Ja, dass man quasi selber sagt, die Deutschland-Version ist die Canonical-Version, so meinst du? Oder also man verweist einfach von allen anderen Online-Shops auf die deutsche, also von Österreich und von der Schweiz, sodass nur noch die deutsche praktisch im Index ist. Mhm. Ich vermute, dass wir da die hreflang-Links dann verlieren würden. Weil wir würden dann nur die Deutschland-Variante versuchen zu crawlen und indexieren und hätten dann nicht mehr die Möglichkeit, die österreichische oder die Schweizer Variante entsprechend auch einzulesen und zu verarbeiten. Also funktionieren tut es, wenn man das jetzt so macht, dann das funktioniert schon, aber würdest du... Das funktioniert, okay. Ja, es funktioniert, aber... Also theoretisch aus unserer Sicht wäre das nicht empfehlenswert. Ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal funktioniert, aber nicht standardmäßig. Ich müsste aber mit dem Team mal nachfragen, weil gerade in den Situationen, wo wir sowieso alles auf eine Länderversion quasi canonicalisieren würden intern, ist es eigentlich sehr ähnlich, wie wenn du das selber entscheidest. Wenn du sagst, gut, ich nehme die Deutschland-Variante als meine Canonical-Variante und habe einfach hreflang auf die anderen Versionen. Aber ich müsste mit dem Team mal nachfragen. Oder wenn du sagst, dass es funktioniert, hast du vielleicht ein Beispiel, den ich da weitergeben kann? Ich habe das wieder ausgemacht, weil ich mir da unsicher war, ob ich da wirklich die stärkste Webseite nehme. Also ich hatte mal im Forum gepostet gehabt und Sven hat mir halt mal geantwortet, dass bei mir jetzt die Canonicals immer wieder hin und her springen. Also mal ist es die Schweizer Version, mal die deutsche Version. Und deswegen habe ich das einmal probiert, auf die deutsche Version alles zu verweisen. Aber ich war nicht glücklich damit und habe es wieder ausgemacht. Und jetzt probiere es gerade wieder ohne Kanonisierung. Also einfach nur hreflang und dann auf Selbstreferenzierung, mit der Selbstreferenzierung. Ja. Ich müsste das fast mal ausprobieren. Ja. Ich müsste mehr Testseiten haben, um solche Sachen auszuprobieren. Immer ein bisschen schwierig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht funktioniert. Aber auf jeden Fall von unseren Informationen, die wir dokumentiert haben, sollte man das eigentlich quasi auf die eigene Version canonicalisieren. Das heißt, die Deutsch-Deutschland-Variante auf sich canonicalisieren und die Deutsch-Schweiz-Variante auf sich und dann mit dem hreflang gegenseitig entsprechend verweisen. Das zumindest so, wie wir das empfehlen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht trotzdem funktioniert, wenn man das anders macht, dass unsere Systeme das versuchen, einfach zu korrigieren. Okay. Ich hätte noch eine Frage dazu. Okay. Die ist mir da nämlich gerade gekommen. Wie sieht das denn aus? Bei uns ist es so auf der Seite, wir haben quasi firmengenerierten Content, den wir da zeigen. Und da gibt es manchmal dann Produkte, die sind nicht komplett übersetzt. Also die sind dann nur auf Englisch dort. Die ähneln natürlich dann sich vielleicht auch in mehreren Sprachen, sind sie halt durchgehend Englisch. Wäre das negativ für die Canonical, also für hreflang? Canonical haben wir standardmäßig die englische und ansonsten halt die hreflang.
Ja. Man kann das schon machen. Was dann einfach schwieriger ist, ist, wenn jemand wirklich auf Deutsch sucht und wir haben das Produkt nur auf Englisch bei euch auf den Seiten, dann ist es schwierig für uns zu erkennen, ist das jetzt genug Deutsch, dass wir das da zeigen sollen oder nicht? Weil was ja in vielen Fällen ist, ist, dass man quasi den Hauptinhalt hat, zum Beispiel auf Englisch und der Rest vom Shop, die ganze Navigation, alles rundherum ist alles auf Deutsch. Und in solchen Fällen können wir erkennen, dass da zwei Sprachen vorhanden sind auf diesen Seiten. Also ist es nicht super kritisch. Mit Hreflang kann man dann trotzdem arbeiten und sagen, das ist jetzt meine deutsche Variante. Wir erkennen zwar, es ist nicht vollständig deutsch, aber das ist eigentlich auch okay. Aber vom Ranking her ist es natürlich schwierig, wenn jemand nach dem deutschen Produktnamen sucht und ihr habt das nur auf Englisch auf euren Seiten, dann müssen wir da fast was wie raten, ob das jetzt die richtige Seite ist, die wir zeigen sollen oder nicht. Gut, vielen Dank. Dann mal schauen bei der Frage weiter mit den Canonicals, haben wir, glaube ich, angeschaut. Wenn wir Suchergebnisseiten in verschiedenen Sprachen indexieren, sollten wir da Hreflang sein. Nur wenn bestimmte Suchanfragen in zweiter Sprache auch genutzt werden. Ich vermute, bei Suchseiten macht das nicht besonders viel Sinn. Ich meine, man kann das auf jeden Fall machen, aber was gerade bei Suchseiten halt eher ist, ist, dass wir das eher verwenden, um neue Inhalte zu finden. Das heißt, wir suchen da eher die Links zu den eigentlichen Produkten und die Suchergebnisseiten selber sind ja eigentlich in vielen Fällen gar nicht so sichtbar in den Suchergebnissen. Von dem her ist das normalerweise da nicht so wahnsinnig kritisch. Was auch ein bisschen dazu kommt, gerade wenn man verschiedensprachige Inhalte hat, ist, dass Benutzer ja eher in einer Sprache suchen und wir können dann auch aufgrund von den Wörtern, die verwendet werden bei der Suche, können wir eher Seiten finden, wo diese Wörter auch vorhanden sind. Das heißt, wenn wir verschiedene, sag ich mal, Longtail-Seiten haben und wir da kein Hreflang haben, können wir trotzdem erkennen, das ist jetzt die deutsche Variante, das ist die englische Variante, die französische Variante. Und wenn jemand in diesen Sprachen sucht, dann wissen wir ja eigentlich, welche Variante da passen würde und können da vom Ranking her einfach die richtige Seite heraussuchen aufgrund von der Sprache selber und nicht unbedingt nur aufgrund vom Hreflang. Das heißt, ich würde, also zumindest wie unsere Engineers das jeweils gebracht haben am Anfang, ist es so, dass Hreflang macht vor allem dann Sinn, wenn man wirklich auch Probleme sieht in der Suche. Das heißt, wenn jemand auf Deutsch nach, sag ich mal, einem Produktnamen sucht und es kommt immer die englische Variante, dann ist das sicher etwas, was man mit Hreflang verbessern kann. Wenn jemand, sag ich mal, nach einer Produktbeschreibung sucht, dann sind das ja schon mehrere Wörter in dieser Sprache, dann kommt sowieso automatisch die richtige Variante. Aber es ist eher dann halt wirklich auch kritisch, wenn man einen Produktnamen hat, der so verwendet wird in verschiedenen Sprachen, wenn das zum Beispiel ein Markenname ist oder ein Firmenname ist, dann wissen wir nicht unbedingt aufgrund von der Suche selber, welche Sprache gemeint ist. Und dann kann man mit Hreflang eher die richtige Variante herausholen. Die andere Variante ist natürlich auch über länderübergreifend, wenn jemand auf Deutsch sucht und in Deutschland ist, dann können wir eher die Deutschland-Variante zeigen, wenn wir wissen, dass es unterschiedliche deutsche Versionen gibt. Uns ist aufgefallen, dass der Googlebot wohl eine JavaScript-Datei bei uns cached, da er immer noch etwas ausspielt, auch bei neuen Seiten, die er noch nicht kennt, was es in der Form nicht mehr so gibt. Wie lang cached Googlebot diese Dateien und wie können wir ihm klar machen, dass es sich dort geändert hat? Es ist so, gerade bei Rendering ist es so, dass wir da sehr viele extra Dateien brauchen für das Rendering. Einerseits die JavaScript-Dateien, andererseits vielleicht Server-Antworten, CSS-Dateien, Bilder. All das wird ja verwendet, um das Rendering zu machen. Das heißt, pro HTML-Seite ist es so, dass wir sehr viel mehr Requests brauchen, um
eine Seite aufzuladen. Und aus dem Grund machen wir das so, dass wir die Dateien, die von denen wir vermuten, dass sie sich nicht so häufig verändern, dass wir die möglichst lange auch cachen und beibehalten können. Und manchmal kommt es dann zu solchen Situationen, dass wir mit einer älteren JavaScript-Datei arbeiten, obwohl es jetzt inzwischen schon eine neuere Variante davon gibt und dass dann irgendwas vielleicht beim Rendern oder so schief geht, dass wir mit dem Cache einfach die falschen Varianten aufheben. Was man da machen kann, ist die JavaScript-Datei mit einer Versionsnummer versehen, dass man da zum Beispiel den Script einbaut und dann den Script entsprechend mit der JavaScript-Datei in der HTML-Seite einbettet und dann mit einer Versionsnummer da noch versieht, sodass wir wirklich erkennen können, dass es jetzt eine neue URL ist für diesen Script, dass wir den alten Cache da gar nicht verwenden können, weil es ist jetzt eine neue URL. Und wenn man das so macht, dann ist es eigentlich so, dass wir für diese verschiedenen Versionen müssen wir die JavaScript-Datei neu laden, weil es ist unter Umständen jetzt eine neue Datei. Und dementsprechend können wir dann beim Rendern die neue Variante entsprechend auch dazu nehmen. Ich würde da einfach aufpassen, dass man da nicht allzu tief in diese Richtung geht, dass man sagt, gut, jede Veränderung an meiner Website verändere ich alle meine URLs, weil das macht es natürlich dann vom Rendern erst recht noch schwieriger, weil wir dann noch viel mehr Requests machen müssen zu einem Server und gar nichts mehr cachen können. Das heißt, ich würde das mit der Versionierung dann vor allem machen, wenn man wirklich auch größere Veränderungen in diesen Dateien gemacht hat. Das geht bei JavaScript-Dateien, ist das am häufigsten der Fall. Manche verwenden das auch bei Bildern oder bei Videodateien. Und da ist es eher problematisch, wenn man das mit der Versionierung macht, weil gerade Bilderdateien und Videodateien, die verändern sich eigentlich nicht groß im Laufe der Zeit. Und wenn man dann quasi erzwingt, dass wir eine neuere Variante indexieren müssen, dann fällt erst mal die alte Variante aus dem Index heraus und dann bei Bildern geht das einfach entsprechend viel länger, bis die neue Variante wieder indexiert ist und die ganzen Signale, die wir mit der alten Variante gesammelt haben, die sind erstmal verloren, die müssen wir wieder neu aufbauen. Das heißt, wir müssen erstmal wieder erkennen, wo überall ist dieses Bild eingebaut, welche sind die Landingpages, die dazugehören, wie können wir vom Ranking her diese Seiten bringen, die Landingpages mit diesem Bild zusammen. Das sind alles Sachen, die gehen bei Bildern, dauern die einfach viel, viel länger als mit HTML-Dateien. Und dementsprechend würde ich, wenn möglich, das so machen, dass gerade bei Bildern, dass man da die URLs möglichst lange beibehält und nicht quasi mit Versionierung arbeitet. Bei JavaScript ist das ein bisschen anders, weil das verwenden wir ja eigentlich wirklich nur für das Rendering, aber bei Bildern werden die natürlich auch in der Bildersuche dargestellt. Okay, eine Frage habe ich dazu noch. Die Frage kam nämlich von mir. Reicht es dann schon, wenn ich sage, okay, so wie es zum Beispiel andere Anbieter dann machen mit den Fragezeichen V ist gleich 1, das würde vollkommen genügen. Also wenn ich so dann versioniere, oder muss ich den Dateinamen wirklich anpassen? In den meisten Fällen sollte das reichen. Was einfach passieren kann, ist, wenn wir erkennen können, dass diese Versionsparameter irrelevant sind, wenn wir erkennen können, dass die Datei sich gar nicht verändert und man ständig neue Versionsnummern verwendet, dass wir dann irgendwann lernen, diese Versionsparameter ist egal und den können wir ignorieren. Aber wenn man das wirklich sauber einsetzt und wirklich nur eine Versionsnummer verändert, wenn die Datei sich verändert hat, wenn man da zum Beispiel mit einem Content-Hash arbeitet oder so etwas, dann sollte das problemlos gehen. Perfekt, vielen Dank. Super. Wir hatten einen Relaunch unserer Seite mit einer neuen Domain-Endung, vorher at.de.ch, also verschiedene Ländervarianten, jetzt .org. Die Indexierung, Webseitentransfer und so weiter wurden eingetragen in Search Console. Wie lange dauert es, bis alle alten AT, DE und CH Ergebnisse durch die neuen Seiten ersetzt werden? Soll man die alten Seiten auf NoIndex setzen? Derzeit gibt es überall ein 301. Die Weiterleitung per 301 ist effektiv das Wichtigste da und ich würde das so lange wie möglich beibehalten.
einfach, weil wenn wir in Zukunft irgendwann mal wieder Links finden auf diese älteren CH oder DE oder AT-Seiten, dann versuchen wir, die wieder zu crawlen. Und wenn da zum Beispiel eine Seite ist mit einem neuen Index, dann denkt man, gut, da gibt es nichts zu indexieren und dann lassen wir diese Signale dann entsprechend fallen. Und mit einer Weiterleitung können wir das trotzdem immer noch weiterleiten auf die quasi die bevorzugte Variante. Auch Benutzer, wenn sie kommen, wenn sie weitergeleitet werden, ist das eigentlich die richtige Lösung dort. Bezüglich wie lange das geht, bis die ganz rausfallen, ist unmöglich zu sagen, weil es sind da verschiedene Sachen, die zusammenkommen. Einerseits, wenn man verschiedene Websites auf eine zusammenfügt, ist das nicht eine normale Domain-Weiterleitung von einem Domain zum anderen, sondern dass man da die verschiedenen Websites an für sich zusammenfügt in eine andere Website. Solche Veränderungen brauchen in der Regel viel länger zum Verarbeiten als ein normaler Domain-Umzug. Das heißt, wenn ich von einem Domain zum anderen wechsle und alles bleibt sonst gleich, können wir diese Signale möglichst eins zu eins weitergeben. Wenn man verschiedene Websites zusammenfügt in eine größere Website, dann müssen wir das alles eigentlich neu berechnen. Und das geht in der Regel einfach ein bisschen länger. Das heißt, da geht es schon ein bisschen länger, wobei man eigentlich auch nicht genau angeben kann, wie lange das normalerweise gehen würde. Aber das dauert da schon ein bisschen länger. Das andere ist, dass wenn man gezielt nach diesen alten URLs sucht, dann versuchen wir die auch darzustellen in den Suchergebnissen, obwohl wir vielleicht schon wissen, dass sie weitergeleitet werden und woanders hinführen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Site-Abfrage mache für diese CH-Variante oder die AT-Variante, dann wird es so sein, dass wir eigentlich noch die Inhalte zeigen würden in einer Site-Abfrage, weil wir das Gefühl haben, der Benutzer möchte wirklich Informationen über diese Website haben. Wir wissen, dass die Website mal da war, die ist jetzt weitergezogen, woanders hingegangen, aber wir wissen immer noch, dass sie mal unter diesen alten URLs war. Und dann zeigen wir das trotzdem noch mit diesen alten URLs. In solchen Fällen ist es so, dass normalerweise, wenn ich nach normalen Begriffen suche, also wenn ich nicht eine gezielte Site-Abfrage mache, dann zeigen wir schon die richtige Variante. Von dem her ist es nicht so, dass das viele sehen würden, aber es könnten trotzdem noch einige sehen. Man kann das relativ gut dann auch kontrollieren, dass wenn man die gecachte Seite anschaut in den Suchergebnissen, dann sieht man, dass da quasi die neue URL dargestellt wird in der gecachten Seite, aber die alte URL in den Suchergebnissen gezeigt wurde. Und das ist eigentlich schon ein klares Zeichen, dass wir diesen Umzug haben wir eigentlich schon verarbeitet. Wir wissen, dass alles unter dieser neuen URL ist. Wir wissen aber auch, dass es früher mal unter der alten URL war. Und das ist eigentlich auch okay. Das heißt, praktisch gesehen würde ich da schauen, dass man technisch diese Weiterleitungen sauber einrichtet, dass die wirklich alle vorhanden sind und dass man einfach überprüft in Search Console, müsste eigentlich quasi die älteren, die alten Domains, die Indexierung müsste langsam runtergehen und bei den neuen Domains müsste die Indexierung langsam hochgehen und die Information in Search Performance wird dann entsprechend auch runtergehen bei den älteren, bei der vorherigen Variante und wieder hochgehen bei der neueren Variante. Aber es kann durchaus sein, dass es nicht ganz auf Null zurückgeht. Und das ist aus unserer Sicht ist alles eigentlich auch okay und nicht unbedingt etwas, was man forcieren muss. Also mit dem No-Index muss man nicht die alte Variante ganz aus dem Index herauszwingen oder dass sie nie mehr erscheint in den Suchergebnissen, sondern für uns ist es eigentlich auch okay, wenn wir wissen, dass es mal weitergeleitet wurde. Manchmal zeigen wir das vielleicht noch in seltenen Fällen und in den meisten Fällen zeigen wir die neue Variante. Das heißt, man muss das nicht per No-Index forcieren oder mit den Entfernungsabfragen muss man das nicht irgendwie einreichen. An und für sich ist das okay. Ja, also ich würde schauen, dass man da das gerade am Anfang ein bisschen besser überwacht, vielleicht mit den Log-Dateien auch, zum Schauen, dass die Redirects wirklich sauber funktionieren. Vielleicht auch mit einem externen Test-Tool, dass man da die alten URLs mal crawlt und schaut, dass wirklich für alle diese alten URLs ein Redirect vorhanden ist. Und dann würde ich mal
sag ich mal, grob annehmen, dass es einige Monate dauert, bis die Mehrheit dieser Seiten wirklich auf den neuen Versionen vorhanden ist und dass es dann nachher wirklich eigentlich nur noch diese Handvoll Seiten noch gibt, die vielleicht mit der älteren Variante dargestellt werden. Johannes? Ja. Ich überlege bei meinem Artikel-Markup die beiden Datumsangaben wieder rauszulöschen. Ich habe das auch beim letzten Hangout mal kurz angesprochen gehabt. Und jetzt habe ich aber entdeckt, dass ja laut euren Developers-Richtlinien diese zwei Datumsangaben möglicherweise eine Rolle spielen für diverse SERP-Features, also beim Artikel-Markup. Bei den AMP-Artikeln sind sie tatsächlich wichtig. Bei den Non-AMP-Artikeln, was mich jetzt betrifft, da gibt es überhaupt keine required, also zwingend erforderlichen Attribute, aber es sind 4 oder 5 erwünschte, optionale genannt. Und 2 davon sind tatsächlich auch wieder diese Datumsangaben. Jetzt steht da allerdings nur bei diesen 2 noch folgender Hinweis mit dabei. Und zwar schreibt ihr da auf der Developer-Seite, das Testtool für strukturierte Daten zeigt keine Warnung für diese Property an, da sie nur dann empfohlen wird, wenn du der Ansicht bist, dass die Property für deine Website relevant ist. Also wenn ich jetzt keine News-Artikel habe und auch keine zeitsensitiven Themen bearbeite, sodass man also nach gesundem Menschenverstand sagen kann, okay, das Datum, ich persönlich finde es eigentlich gut für den User, es ist eine nützliche Information, auch mit Copyright und so weiter, aber jetzt so im Allgemeinen brauche ich es nicht. Das heißt, das kann ich dann wirklich aus der Sicht auch, eigentlich will ich es ja weglassen, damit es nicht mehr in der Description vom Snippet erscheint, aber auch aus der Hinsicht ist es dann unbedenklich, wenn ich die 2 Dinger wieder rausnehmen würde, oder? Ja. Auf jeden Fall, ja. Aber diese 2 Hinweise, dann kann das Datum auch kein echtes Kriterium sein, das dann mit darüber entscheidet, ob man die Seite dann in den SERPs als irgendwelche Artikel-Features tatsächlich bringt. Weil wenn es so freiwillig ist, dass man es machen kann oder auch nicht, weil normalerweise ist ja das Erfüllen der required oder auch der empfohlenen Attribute ein Kriterium für euch, ob man die Webseite dann tatsächlich auch mit den entsprechenden Features in den SERPs bringt oder nicht bringt. Und deswegen sollte man ja möglichst alle required haben und auch möglichst viele von den optionalen. Und wenn es noch weitere gibt, kann es auch nicht schaden. Aber die 2 können dann ja eigentlich kein Kriterium dafür sein, oder? Ja, gerade mit dem Datum hängt es natürlich sehr davon ab, was für eine Art von Suche das ist und ob wir da irgendwie erkennen können, dass jemand zum Beispiel aktuelle Informationen haben möchte. Dann hilft uns ein Datum schon eher zu bestätigen, dass diese Seite ist jetzt relativ aktuell oder was quasi vom Datum her da entsprechend dazu passen würde zu dieser Seite. Und von dem her hängt es wirklich davon ab, wie Benutzer da mit deinen Inhalten umgehen. Wenn das, sage ich mal, Referenzinformationen sind, die sich nicht groß verändern, dann ist es ja nicht so, dass sie jetzt den neuesten Artikel über den Pythagoras brauchen, sondern die Sachen sind ja schon irgendwie etabliert oder die verändern sich jetzt nicht mehr von einer Woche auf die nächste. Hingegen vielleicht, sag ich mal, geografische Informationen. Kann natürlich sein, dass auf einmal ein Land eher in den Nachrichten steht und dass man dann eher vielleicht neuere Informationen zu diesem Land haben möchte für diesen Zeitrahmen und dass dann nachher, dass man wieder, sag ich mal, die Referenzinformationen haben möchte. Von dem her hängt es wirklich davon ab, wie Benutzer mit diesen Inhalten umgehen. Das heißt, es hängt davon ab, wie ihr die Suchanfrage einschätzt im Hinblick auf ihre Aktualitätsrelevanz. Ja, mehr oder weniger, ja. Okay, gut. Also wenn es um medizinische Grundlagenthemen geht oder Ähnliches, das ist ja nichts, wo ihr dann wahrscheinlich sagt, das ist zeitsensitiv. Ja, ich denke, das kann man nicht verallgemeinern. Manchmal gibt es ja auch irgendwelche Forschungsdurchbrüche, wo man sagen muss, das ist jetzt wirklich was Neues zu diesem Thema. Dann macht es Sinn, dass man das auch wirklich auch klar darstellt und sagt, ich habe jetzt die neuesten Informationen dazu. Und in vielen Fällen sind es einfach, ja,
weiß nicht, Fakten, die seit Jahren so etabliert sind. Oder wenn eine aktuelle Grippeepidemie gerade irgendwie umgeht oder so, das wäre auch was Aktuelles, ne? Da könnte man dann schon auf die Idee kommen zu sagen. Ja. Klar. Ja. Okay. Dann warte ich noch drauf, dass nach 3,5 Wochen mittlerweile, nachdem die Seiten indexiert sind, also das Markup ist immer noch nicht verarbeitet. Ich habe nur bisher das Feedback bekommen bei einer Seite, das ging auch ziemlich schnell, da war ein Syntaxfehler. Ja. Und bei einer anderen Seite, da sind ein paar, viele Attribute, die vermisst werden, allerdings absichtlich, weil auf der Seite geht es eigentlich nicht um dieses Attribut. Das soll eigentlich auch gar nicht in den SERPs erscheinen. Das ist da nur auf dritter, vierter Ebene tief verschachtelt irgendwo da drin und auch nur kurz erwähnt. Aber ihr greift das auf und erkennt, dass das grundsätzlich ein Datentyp ist, der, also es geht um ein Event, das grundsätzlich SERP-Features haben könnte. Und dann kriege ich da immer die vielen hässlichen Fehlermeldungen, was da alles fehlt und so. Ne? Aber das muss mich nicht weiter jucken. Also wenn ich auf der Seite auf das gar nicht hinaus will, es geht da um eine Über-mich-Seite und da ist halt unter ferner Liefen erwähnt, dass ich irgendwo mal eine Veranstaltung gemacht habe, die auch bereits vergangen ist. Also kann mir egal sein, wenn da Fehlermeldungen kommen. Genau. Es ist ja mit diesen Fehlermeldungen ist es ja so, dass wir das dann darstellen, wenn wir einen Teil von diesem Markup finden und dann denken wir, ja, vielleicht hast du das irgendwie besonders in den Suchergebnissen darstellen wollen und wenn das der Fall ist, dann muss man das natürlich richtig angeben, aber wenn du das nicht so speziell darstellen möchtest in den Suchergebnissen, ist das total okay. Es ist nicht so, dass wir die Seite dann irgendwie herunterstufen würden oder sagen würden, die ist weniger wertvoll, weil sie weniger Markup hat, sondern einfach für diese Feature in den Suchergebnissen bräuchten wir das. Wenn dir diese Feature egal ist, dann ist das total okay. Und das kann auf Seitenebene sein. Das heißt, du kannst einzelne Seiten haben, wo vielleicht jetzt, sag mal, jetzt bei einem E-Commerce-Shop ist es auch sehr häufig, dass man sagt, gut, das Produkt haben wir im Moment nicht auf Lager, wir haben keinen Preis. Dann kommt auch schnell die Warnung, Achtung, das Product Markup ist auf dieser Seite quasi ungültig, weil kein Preis angegeben ist. Und auf den anderen Produkten, wo man Preise haben, die können wir normal verarbeiten, die können wir normal mit Product Markup entsprechend auch verwenden. Es ist nicht so, dass der eine Fehler dann den Rest der Website irgendwie schlechter macht. Also ihr konzentriert und verlasst euch nicht darauf, was auf der Seite als Top-Level-Item angegeben ist, sondern ihr schaut auch tiefer alles, was an Datentypen da ist. Und auch wenn das irgendwo nur auf dritter, vierter Ebene verschachtelt ist, haltet ihr es für möglich, dass das trotzdem so gemeint sein könnte, dass das ein wichtiger Datentyp ist, der vielleicht in den SERP-Features irgendwie erscheinen könnte oder sollte? Okay. Ja, ja. Okay, gut, danke. Cool. Kann ich noch eine Frage stellen zum Ranking? Ja. Ich habe einen generischen Suchbegriff und zwar das sind Flaggen. Jetzt ist es so, dass bei mir immer wieder von einem Tag auf den anderen immer wieder gewechselt wird zwischen einer Kategorie und der Homepage. Die Homepage erscheint so auf Seite 4 und die Kategorie auf Seite 2. Was ist der Grund dafür? Wie könnte ich das optimieren? Also, dass ich vielleicht irgendwie mehr Signale auf die Homepage sende? Gute Frage. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil wir verwenden ja verschiedene Signale für das Ranking und dann kann es sein, dass wir vom Textinhalt her von diesen verschiedenen Varianten das Gefühl haben, dass die eine Art von Seite eher relevant ist oder eher die andere Variante der Seite. Manchmal spielt auch die interne Navigation eher eine Rolle und da gibt es manchmal, sag ich mal, überraschende Veränderungen in dem Sinn, dass gerade bei einer E-Commerce-Website ist in der Regel ist die Homepage schon die stärkste Seite und die Kategorienseiten eher ein bisschen, sag ich mal, weniger stark und dann die Produktseiten. Aber je nachdem, wie man zum Beispiel die Verlinkung auf den Produktseiten macht, verteilt sich das Gewicht natürlich dann auch ein bisschen. Dann kann es durchaus sein, dass auf einmal die Kategorienseiten fast so stark sind wie die Homepage und dann schwankt es dann halt manchmal zwischen diesen beiden Varianten, je nachdem, wie wir vielleicht die Texte einschätzen auf diesen Seiten.
Das heißt, vom Praktischen her ist natürlich schwierig zu sagen, was man da jetzt groß anders machen könnte. Ich würde auf jeden Fall von textlichen Inhalten mal schauen, ob man das wirklich auch klarstellen kann, welches dieser Seiten eher relevant sein kann. Und von der internen Verlinkung her würde ich mir überlegen, wie man wirklich auch eine klare Hierarchie darstellen kann, wo man sagen kann, das ist wirklich immer die stärkste Seite und die anderen Sachen, sie werden immer weniger stark. Es kann manchmal auch sein, dass man okay ist mit einer Kategorienseite, die in den Suchergebnissen für, sag ich mal, so eher generische Termen auch rankt, wenn man sieht, dass vom Performance her, vom Conversion her, dass die Kategorienseite auch vielleicht mal besser funktioniert als die Homepage. Von dem her gibt es da nicht eine Regel, die für alle da funktionieren würde. Aber ich würde in erster Linie schon eher auf die textlichen Inhalte schauen und dann vielleicht im zweiten Moment auch überlegen, wie die Verlinkung quasi unterhalb der Kategorienseite funktioniert, wie man das auch klar darstellen kann, dass von den Produkten geht es eher zur Homepage, wenn man eher die Homepage bevorziehen möchte. Wenn man vielleicht Nachrichtenseiten, Informationsseiten hat, dass es dann auch eher zur Homepage geht, statt zur Kategorienseiten. Manchmal ist das ein bisschen überraschend, wie man das zusammenstellen kann. Also in Österreich funktioniert es und in der Schweiz auch. Also da kommt immer die Homepage und auch sehr weit oben. Nur halt in Deutschland, es wird immer wieder ausgetauscht, die URL, also die Seite. Okay. Würde es was bringen, wenn man intern mit dem Begriff Flaggen vielleicht auch verlinkt zur Homepage? Vielleicht, ja, würde ich mal ausprobieren. Ja. Also von den Kategorieseiten jetzt nicht zurücklinken mit Startseite, sondern dann vielleicht einen kleinen Text schreiben und dann halt mit Flaggen zurücklinken. Ja, könnte man ausprobieren. Lässt sich eigentlich relativ schnell ausprobieren. Mal schauen, ob das was hilft da. Okay, alles klar. Dankeschön. Cool. Okay, zeitlich sind wir jetzt schon am Ende angelangt. Ging schnell. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die vielen Fragen. Ich richte auf jeden Fall noch die nächsten Hangouts ein, wahrscheinlich so gegen Ende Woche. Und dann sehen wir uns vielleicht in einem von den nächsten wieder. Okay, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Danke. Ciao. Okay, ciao. Tschüss.